Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von American McGee's Alice, wo ich hier mit meinem Golfschläger wieder lustig durch die Welt fahre und dieser Kuhschildkröte, wie ich es nennen soll, folge. Durch diese Passagen mit fast wunderschönen Landschaften. Okay. Ja, das ist jetzt nicht sonderlich aufregend. Mal sehen. Na. Da schreit sie. Wenn auch ziemlich leise. Weil es von so weit weg war. Oder weil der Fluss so laut war. Wer weiß. Man wird es niemals erfahren. Es ist mir auch egal. Yeah. So, jetzt bin ich hier. Lebensenergie, die ich nicht brauche. Auch gut. Was war nochmal mein Speichern? Das war mein Speichern, okay. Spielen wir ein bisschen Golf, meine kleinen Ameisen. Diesen Gewehrkugeln kann man ja sogar ausweichen. Ich dachte, die wären absolut. So, ein kleiner Overkill für mich. Und noch ein bisschen Lebensenergie und Mana. Und dann läuft das alles. Noch mehr. Oh Gott. Müsst ihr die denn überall stehen? Komm mir nicht zu nah. Nicht zu nah. Nicht zu nah, habe ich gesagt. Ausgewichen wie ein Profi und getroffen worden wie ein Noob. Auch gut. Ist da irgendwas? Nein. Muss ich hier also so clever rüberspringen? Bevorzugt ohne, dass ich irgendwo runterfalle. So, darauf erstmal ein Safe State machen. Okay. Hopsala, hopsala. Wie werden diese... Wo? Nein! Überlebe, Alice! Was auch immer dir da folgen mag. Okay, ich habe überlebt. Oh, was war das denn? Ah, die Killerkäfer. Wow. Was ist das denn hier? Überall die Tiere, die Pflanzen, die mich töten wollen. Einer weniger. Oh, scheiße. Nein! Ah, danke, du hast mich zum Herz ge... ich brauche meinen Golfschläger wieder. Wieso hast du das Messer ausgewählt? Boah, das war ja mein Overkill. Killer-Tulpe beseitigt. Und Lebensenergie liegt dir ja zur Genüge rum. Der ist irgendwie anders. Oh, er wirft Granaten. Und der hat einen Säbel. Oder wie nennt man das? Ein Rapier oder, ne? Glaub schon. Auch egal. Eine Ameise wie jede andere auch. Nur, dass er Bomben hat statt Gewehren. Wirst du wohl hier bleiben? Okay. Und da hinten ist auch wieder ein Herz. Boah, schön. Schön. Schön ist das. Aber auch wieder eine Killer-Tulpe. Na? Womit schießt die eigentlich mit ihren... Nimm das! Da... Ah, das verbraucht gar nicht... Doch, das verbraucht Mana nur unglaublich wenig. Okay. Aber ich werde ja hier wieder voll aufgeladen. Ist das eine schöne Sache? Okay. Schnell speichern. Und da ist ein Blatt. Da gehe ich doch glatt drauf. Oder? Muss ich da drauf? Nee, ich will lieber auf dieses hier. Sag ich doch. Das hätte sonst keinen Sinn ergeben, irgendwie. Da war ich doch hergekommen, oder? Oh, ein Weg. Na, ah, und wieder. Ich will meinen Golfschläger. Ah, komm. Ah, geht doch. So, was ist das hier? Ah.
Mein Gott, kommt mir nicht zu nah. Oh, so richtig Gore kann man das nicht nennen. Naja. Eine Tür, die nur aus Karten besteht, gefällt mir gar nicht. Don't I know you? Bill McGill at your service. Call me Larry. Or not. Have any brandy? No, I've only my wits. Then you have nothing. Wits are useless here. Everything is downside up. I must see the Duchess. Impossible. She only sees those who don't wish to see her. That's not right. She's perfect. She's supposed to be hiding from the Red Queen, who wants her dead. Her head? That too. Ruins me old, builds this monstrosity. She's mad as monkey mash, and just as tasteless. Well, never mind, we'll all perish soon enough. Sure you've no brandy? I'm here to retrieve the turtle's shell. I won't leave without it. Won't you indeed? Stick your thumb in her eye, what? Your devoted servant, Mum. I owe her a bad turn myself. Follow me. Hat er gerade seine Farbe geändert? Und wieder zurück. Ah ja. Das gefällt mir gar nicht. Ah ja. Vielen Dank. Wer auch immer du bist. Ach, Chameleon. Herr Chameleon. Hat mich natürlich direkt im Stich gelassen. Und dafür wurde ich vom Haus gefressen. Gibt's nicht auch so einen komischen Disney-Streifen, der genau das behandelt? So Halloween-mäßig und so? Naja, egal. Jetzt bin ich hier, jetzt muss ich damit leben. Oh, ein neues Gimmick. Eine Jack-in-the-Box. Come closer, my little chick. Properly seasoned, you'd make a handsome dish. I'm not edible. Not a full meal, certainly. But a light snack, I think. I'll have the turtle shell now, you disgusting ogre. Over my dead body. I'll try to accommodate you. Das ist Diplomatie wie immer. Hat die eine Pfeffermühle in der Hand? Was ist? Ach, da ist die Jack in the Box. Ach, da ist eine Bombe. Okay, dann renn mal schön in diese Bomben rein. Hier, das tut ja sogar weh. Ganz gut. Die wirft mit Pfeffer. Komm. Ah, das hat dir nicht wehgetan? Na gut, nehme ich den guten alten Golfschläger. Okay, das heißt wohl, dass ich sie nicht damit treffen kann. Ich glaube, ich brauche die Jack in the Box. Ah, hier, nimm es. Nimm es, nimm es, nimm es. Sauber. Okay. Und? Bumm. Ja. Was hat sie gesagt? Sie hat nur ihren Verstand. Natürlich kommen die, wenn alles vorbei ist. At least my shell's in tolerable condition. A simple thank you would have been nice. I've kept my part of the bargain, Turtle. Fair enough. I'll take you on a trip. Hover around my bubbles. Cuddle up to them. Never leave them. You'll muddle through. Okay. Unterwasserwelt. Heißt das jetzt, ich schwimme unter Wasser und... Was weiß ich nicht, was passiert? Naja, ich muss wohl hinter der Schildkröte hinterher schwimmen. Sonst würde er nicht sagen, folge meinen Blasen. Haha, folge meinen Blasen. Okay. Ich glaube, ich nehme wieder meinen guten alten Golfschläger. Geniale Waffe, muss ich sagen. Geniale Waffe. Golf und Baseball spielen in einem. Yes. Die kann ich nicht verletzen anscheinend. Okay. Cool auch, wie das
Kleid so hinten so zugemacht ist. Nein! Ich glaube, ich sollte ein bisschen besser aufpassen. Hier werden wohl auch Gefahren lauern. Ich speichere mal lieber. Puh! Das gibt mir Auftrieb. Und da waren Stacheln. Mein Gott. Nein, ich werde da nicht rein. Ich habe gesagt, ich werde da nicht reinschwimmen. Na, egal. Okay. Bis jetzt ist ja noch alles gut. Komm, schneller. Ich kann schneller schwimmen als du. Ich bin kein Wasserwesen. Wieso ertrinke ich jetzt eigentlich nicht? Ich kann doch wohl unmöglich aus diesen Blasen hier meine Luft atmen. Das glaube ich nicht. Yeah. Yeah. Oh, Piranhas. Piranhas. Piranhas sind böse. Nimm das. Oh, wo ist er hin? Ich glaube mal ins Loch, oder? Oder bin ich jetzt verloren? Nee, ich bin vorausgeschwommen. Lol. Geschwommen. Meine Güte, hab ich ein krasses Deutsch. Na. Lass mich raten. Er schwimmt hier jetzt die ganze Zeit im Kreis? Und kommt dann hier raus. Ich warte jetzt einfach mal hier. Und guck, was passiert. Ganz ehrlich, ist mir zu dumm. Wenn er das wirklich jetzt macht. Man sieht mich sprachlos, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht wahr sein. Der rennt hier, der schwimmt jetzt hier wahrscheinlich die ganze Zeit tausendmal im Kreis. Was so? Das hat mich nicht getötet. Okay. Wo schwimmt der hin? Wo ist er? Da hinten ist er. Mein Gott. Ihr bekloppten Piranhas. So. Er ist schon wieder tausendmal im Kreis geschwommen. Was für ein Typ, ey. Da geht er da durchs Loch und dann ist man fertig, oder was? Langsam wird's gruselig. Wieso habe ich recht? Na, Wälder des Wunderlandes. Trockene Landung. Wie kann ich trocken sein, wenn ich unter Wasser war? Und wieso Landung? Landung kommt doch daher, wenn man geflogen ist und nicht unter Wasser war, oder? Nee, stimmt. Das gibt's auch, wenn man unter Wasser war. Okay, wenn man so hoch fliegt, dann kann man es auch in diesem Sinne Landung nennen. Finish what you start, please. Remember, you're just a visitor. We have to live here. I'm not on holiday. And I'm not ungrateful. You're an honorary reptile. Lucky me. You'll think so when you're underwater. Warte, ich hatte doch gerade einen Schildkrötenpanzer. Wahrscheinlich. Ach so, wenn ich unter Wasser bin, werde ich den Wert erkennen. Also unter Wasser werde ich dann wahrscheinlich atmen können. Oder sowas. Wow! Ich bin noch im Sprung gewesen. Du kannst mich gar nicht treffen. Aber anscheinend doch. Yeah! Ameisen massakrieren, mein Lieblingsseil. Oh nein, nicht schon wieder diese Seile. Diese Seile. Fuck. Ich weiß jetzt nicht gerade. Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Ach komm, stirb doch einfach. Geht doch. Und jetzt muss ich noch aufpassen, hier nicht zu sterben. Was? Was? War das? Okay. Faszinierend. Muss schon sagen. Also damit verabschiede ich mich auch, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu sehr mit meinem Nonsens aufgehalten. Ja, wenn ihr das jetzt noch guckt, dann habt ihr es. Naja, egal. Auf Wiedersehen.